So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch werden jetzt gerade bestimmt verwundert sein, weil es ist Montag, 18 Uhr und ihr bekommt ein Video, was es normalerweise nicht gibt, weil heute ist nämlich ein besonderer Tag. Und zwar, wir launchen unseren neuen Klamotten-Online-Shop bzw. alos-fashion.de. Ja, wir haben die letzten Wochen ein bisschen Gas gegeben und ich schweife einfach mal kurz aus. Und zwar wollte euch mal diese ganze Thematik mit dem Fashion bzw. den Merchandise, Bekleidung oder wie man es auch immer nennen mag, erklären. Viele von euch wissen bestimmt gar nicht, wir haben diese Klamotten eigentlich schon länger. Das heißt sogar länger, als wir YouTube-Videos machen. Wir haben mit den Klamotten ursprünglich mal angefangen. Ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Wir haben die Klamotten damals eigentlich für unseren Team-Support gemacht. Wir waren mit Alos relativ stark in der Viertelmeile-Szene vertreten. Also nicht nur Viertelmeile, sondern Viertelmeile und bei Drift-Teams ganz speziell. Viele von euch wissen ja, dass ich da immer viel die Leute supportet habe. Wir haben viel gesponsert und so weiter. Und somit hatten wirklich viele Autos Aufkleber von uns drauf. Und somit kam uns halt irgendwann der Gedanke, dass wir auch Klamotten brauchen. Ursprünglich hat das Ganze angefangen, das allererste Kleidungsstück, was wir hatten, war diese Motul-Jacke, die es bis heute nicht zu kaufen gab. Das war eine Kooperationsjacke mit Motul. Das heißt, da war nur Motul drauf und hinten stand Alos drauf. Fragen bis heute extrem viele Leute nach. Die Jacke wird es aber so niemals zu kaufen geben. Das war wirklich nur eine Jacke, die es von uns geschenkt gab. Ja, und so hat sich das Ganze mit der Bekleidung eigentlich entwickelt. Deswegen ist unsere Bekleidung auch ein bisschen anders als die Bekleidung von anderen in der Szene. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Weil wir haben das Ganze halt wirklich ein bisschen mehr in unsere Richtung immer gebrandet. Das heißt, wir nutzen immer unsere Farben. Schwarz, Weiß, Grau und vor allen Dingen Orange. So wie es halt passend zum Alos-Logo ist. Und wir arbeiten eigentlich gar nicht mit irgendwelchen Motiven wie Turbolader, Pleuel, Kolben, Felgen. Gab es bisher noch nie. Ich glaube auch, wird es so schnell nicht geben. Ja, so ist das Ganze vor 3 Jahren eigentlich entstanden. Hat sich immer weiterentwickelt. War extrem schwierig, auf diesem Markt Fuß zu fassen, muss ich wirklich ehrlich sagen. Der Textilienmarkt ist nochmal eine ganz andere Nummer als der Markt mit, ich sag jetzt mal, Autoteilen. Haben jetzt aber die passenden Produzenten dafür gefunden, haben einen guten Mittelweg gefunden, was Qualität und Preis auf jeden Fall angeht, weil uns war auf jeden Fall wichtig, dass wir vernünftige Qualität zu fairen Preisen liefern können. Und ja, so kann ich heute verkünden, dass wir den alos-fashion.de Shop launchen. An der Stelle geht es weiter. Das Ganze haben wir nur dem Herrn hinter der Kamera zu verdanken. Grüßt euch. Das ist Maxi. Wir haben ja eine zweite Stelle gesucht, beziehungsweise einen zweiten Kameramann. Und dann hat sich das so entwickelt, wir blenden mal kurz ein paar Passagen von deinem Bewerbungsvideo ein, falls du nichts dagegen hast. Nee, okay, ausnahmsweise. Ich bin Maxi, 25 Jahre alt und komme aus Hannover. Ich komme aus dem Designbereich, habe 2018 mal meinen Bachelor da drin gemacht und abgeschlossen. Das war's von mir, viel Spaß bei meinen Sachen und ich freue mich auf eine Rückmeldung. Macht's gut! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Der Gute kann nämlich nicht nur filmen und schneiden, sondern ist eigentlich studierter Designer, ist das richtig? Ja. Ja. Und kann somit auch, ich sag jetzt mal, Shops designen, nicht nur designen, sondern auch umsetzen. So, das heißt, alles, fast alles, was ihr jetzt online seht, ist ihm und meinem kleinen Bruder Jonathan zu verdanken. Der hat nämlich auch viel mitgeholfen, ne? Ist richtig. Und ja, wir beginnen ein neues, also ein Zeitalter ist es nicht, aber ich würde sagen, eine neue Epoche. Genau. So, das heißt, als allererstes hat Maxi jetzt diesen wunderschönen Onlineshop gemacht, als auch dieses wunderschöne Video. Und jetzt geht es natürlich weiter, dass wir auch noch diverse Videos zusammen machen werden. Also ihr braucht euch nicht mehr auf eine Stelle bewerben. Wir sind jetzt mit René und Maxi erstmal wieder voll. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir alles noch Cooles machen, ne? Ja, hoffentlich viel. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, noch kurz zum Shop. Uns war auch da wichtig, dass wir dann jetzt nach außen hin uns auch als einen Fashion-Brand präsentieren. Deswegen ist dieser Shop auch relativ modern und schlicht, wie ich finde. Hat sich aber wirklich perfekt mit uns beiden so gepasst, weil ich hätte es auch vom Stil her ähnlich gemacht.
Ich wollte es auch schon immer eher so schlicht haben. Ne? Ich habe da Maxi komplett freie Hand gelassen. Mir war es eigentlich unterm Strich wirklich fast egal, wie das Ganze am Ende aussieht. Und ich denke, das Ergebnis ist schon ziemlich cool geworden. Ne? Ja, finde ich auch. Was sollst du jetzt auch sagen? Wir sind oben. So, auf jeden Fall sind ein paar coole Gimmicks dabei. Wie ihr könnt, wenn ihr auf einer Produktseite seid, könnt ihr unten rechts ein paar Attribute anklicken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel unseren All-Black-Pulli aufhabt, könnt ihr unten rechts auf All-Black klicken und in dem Moment kriegt ihr alle Klamotten angezeigt, die vom Stil her ähnlich sind. Das Ganze geht auch genauso mit der Größe als auch zum Beispiel diesen ARL-OWS-Stil, den wir haben. Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr, egal ob Cap, T-Shirt, Pulli, alles angezeigt. Ja, für die Zukunft, was auf jeden Fall auch noch extrem cool wird, Maxi hat schon gesagt, er hat auch Lust, ein paar Klamotten zu designen. Stört das eigentlich, wenn ich immer hier so Mecke gucke? Es kommt ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl, aber du siehst halt meinen Kopf nicht anders. Ja, Maxi würde auf jeden Fall auch ein paar Klamotten designen. Das heißt, in Zukunft kann ich euch versprechen, wird es auch jede Menge neue Klamotten immer regelmäßig geben. Die werden vom Stil her allerdings schon immer noch in unserer Linie bleiben. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine kleinere Kollektion jetzt, ich sag mal vorsichtig, im Mai freuen. Und dann wird die nächste Kollektion auf jeden Fall zu den PS Days in Hannover kommen. Da werden wir nämlich nochmal richtig Gas geben. Und dazu kommt, Maxi wird auf jeden Fall nicht langweilig werden hier, weil ich habe nämlich noch eine weitere Idee für einen Online-Shop, die wir auf jeden Fall auch noch umsetzen müssen. Aber wir gucken mal, was die Zukunft bringt. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Klamotten eingehen, weil Sinn und Zweck dieses Videos war eigentlich nur darauf aufmerksam zu machen, dass wir A, einen neuen Shop haben und B, einen neuen Kameramann gefunden haben. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich denke, wir haben auf jeden Fall eine krasse Zeit vor uns. Wir werden jede Menge coole Sachen erleben, coole Sachen filmen und wir werden jetzt mit Maxi und René auf jeden Fall richtig durchladen. Richtig Gas geben, jawohl. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Shop. Lasst die Maus fliegen und wir sehen uns dann morgen Abend um 18 Uhr schon wieder im nächsten Video.